Sender an. Gott. Energy. Gottes Willen. Ich habe Leben gefunden. Es wird nicht besser. Hilf, hilf. Hilf mal. Ich habe Leben gefunden. Warte, er hat Leben gefunden. Leben und Leben lassen. Was? Nee. Ja, Kuni ist halt bei der Hamburg-Mannheimer mehr vom Leben. Pack's am besten gleich auf den Zug drauf, weil dann kann das gleich einschmelzen. Weil es gibt eigentlich gar kein. Nee, es gibt keine Rezepte, wo man Leben braucht, oder? Forsti? Doch eins. Welches? Muss ich gleich gucken. Eins gab es. Nicht, dass ich wüsste. Oh oh. Wusels Gehirn schwankt heute. Ja, dann guck dir mal an, was du für die Kürbisunterkunft brauchst. Das zählt nicht, das ist ein Eventgebäude. Das ist egal. Und das könnt ihr auch nur nutzen wegen mir. Ist egal. Da braucht man Leben für. Ich stimme Fausti zu. Und damit Wusel Unrecht hat. Ja. Okay, nachher StarCraft gegen Kuni. Ist gewonnen. Ja. Gegen. Ja. Gegeneinander. Ja. Dann darf ich mal wieder voll eskalieren, oder? Ja. Ich sehe schon kaum, renn mit Kerrigan in meine Base, bevor ich irgendwas kaputt mache, alles kaputt. Das Schöne ist, Kämpfe gegeneinander kann man keine Koop-Kommandanten verwenden. Oh, keine Kerrigan, kein Godzilla. Dehagra. Dehagra. Sag ich ja Godzilla. Haben wir schon einen Planetenbesuch, der Methan hat? Ich glaube ja. Das oder? Ist eine gute Frage. Ich habe letztes Mal die ganze Überhaupt Methan geschwafelt, ihr beide. Nee, wir müssten nämlich nach Novus für das Methan. Ich wollte gerade sagen, Novus. Auf zum oder Club. Aatrox. Aatrox? Aatrox ist zu gefährlich für den Anfang. Warum? Ach Quatsch. Ey, der Wind ist dort minimal, die Sonne ist minimal, dann versucht ihr dort wirklich jede Pflanze zu töten. Ja. Und die vernünftigen Ressourcen findest du auch erst Mantelebene. Egal. StarCraft ist auch eine wundervolle Geschichte, also ich kann es durchaus verstehen, wenn man das Spiel gerne spielt. Und ich wette, der Ben beißt sich in den Arsch, dass er den letzten Stream verpasst hat. Oh oh. Ja, der Beginn von Heart of the Swarm ist geil. Ohne Worte. Oh, hier riecht's nach Essen. Ich will. Es gibt gleich Pommes und Würstchen. Oh. Ah, hier hinten ist das Tronium.
Chat will auch Pommes von dir. Alle wollen Pommes. Aber so viel Pommes habe ich ja. Ist nur ein Blech. Und mach drei. Ja, das halt inhaliert der Faust die schon alleine weg, also. Ja, eben. Wo ist mein wunderschönes Tronium? Folge den Verbindern. Ich hole in der Zeit Kanister. Gerne. Bist du Astronomer? Ja, das bist du. Alter, scheiße ich alles auf. Was? Ist ja widerlich. Widerlich oder wieder nicht? Beides. So, ich fress Sack, geh jetzt Pommes und Würstchen essen. Gönn dir. Gönn dir. Und guten. Guten. Möge sich deine Zunge hart an den Pommes verbrennen. Nein. Du kriegst gleich hart. Ja, was? Oh, you touch my tralala. Mein Ding Ding Dong. Cool. Ja. Dass er die verbundenen Elemente am Zug als eines ansieht, finde ich wunderbar. Sehr gut. Ich habe keinen Plan, aber sehr gut. Ja, es ist so, beim Auto sind die drei Segmente separat. Okay. Sind aber nur über Energie und Sauerstoff miteinander verbunden. Okay. Und hier ist es halt, dass der Zug komplett als eines zählt. Das heißt, selbst wenn ich hier vorne jetzt was zum Schmelzen drauf packe, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel hier das Quarz, packe ich jetzt hier vorne drauf, dann nimmt das sich gleich nach hinten zur Schmelze, macht das zu Glas und dann wird es gelagert. Oh, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ja. Cool. Das ist ja lieb von dir, Lupi. Finde ich auch. Ganzen Chat? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du so spendabel bist. Oh. Ich will jetzt eine Familienpizza. Toll. Wenn Chat was kann, dann muss ich hungrig machen. Hungrig machen. Ja. Eieiei, seid ihr schlimm, Leute. Im positiven Sinne. So, dann würde ich sagen, lassen wir nächstes Ziel dann den Planeten Novus sein. Müssen wir auf jeden Fall was vorbereiten. Du kannst gleich mit Shift gedrückt halten und dann auf das Holo drücken, sie einsammeln. Reinsortieren dort. Sehr nice. Noch Nein. einer? Nein! Zu früh. Haha, du hast noch einen. Ja. Sehr schön. So. Mit dem Astronium müsste ich jetzt eigentlich hochfahren und mir direkt Modul bauen. Bohrer. Ich habe auch einen Airfryer, nur wir benutzen den nie, weil meine Oma alles hasst aus dem Airfryer. Ich weiß nicht wieso. Geheime Elfentechnologie, mag sie nicht. Sie mag alles fettig. Naja, Hauptsache sie macht Sumo-Ringern keine Konkurrenz. Nee.
Ja, ich weiß, das war gemein. Das ist eine... Ja, Pizza bei. Servus, Aloha. Hallo, Servus. Hawaii Pizza. Ja. Wie Spätzle sind keine Pasta. Sind die Spätzle dann aus Alabaster? Gott. Gott, oh Gott. Oder habt ihr etwas ein Krokodil produziert? Hä? Spätzle-Pizza, oh Gott. Gleich kommt Tobi noch mit Rügenwalder. Die mit der Mühle. Ich kann bei sowas nicht widerstehen. Jetzt scheißt er schon wieder alles raus. Doch nicht durchgefallen. Gott. Tiefklar. Voll. So, warte. Ja, warte, ich gebe dir 9. Yes. Arbeit, Arbeit. Schluckmuck. Ja. Das ist mehr für uns übrig, Lupi. Tobi, ich hab die Idee. Du machst eine 100% Ananas-Pizza-Diät. Ja. Und, aber du darfst die Ananas nicht von der Pizza poolen. Entschuldigung. Ui. Da wäre ich ja beinahe meinen Tod gestürzt. Ja, was? Ich hab dir extra einen Container hergeholt. Ja. Ja, hier unten ist gefährlich. Pass auf. Der Weg ist steil und nicht weit. Noch nicht. Ich klettere schon wieder komisch. Interessant. Ich weiß nicht, was ich mache. Sie ab und zu Schiff. Steuerung aus? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt ist nur noch auf dem Bereich, wo wir dort stehen. Astronium, also erstmal am besten hochkommen. Das Interessante war, du hast gerade Sachen abgebaut und ich habe Astronium bekommen. Cheater an die Wand, der Kuni wurde schon erkannt. Jetzt nutzt er meinen Cheat. Frech. Haha. Vor dir liegt jetzt ein kleines Astronium auf dem Boden, ne? Eieieiei. Ich kann es nicht aufheben. Ich auch nicht. Faszinierend. Kuni macht alles kaputt. Immer doch, immer doch.
Dafür sind wir da. Ich werde mal kurz mit dem Zug hochfahren und einen Bohreraussatz machen, damit wir hier vernünftiger vorankommen. Ja, gönn dir. Gönn dir, gönn dir. Mann, wo bleibt denn der Zug wieder? Aloha Evo, wie geht's dir? Hallo Evo. Evo hatte letztens Geburtstag, ich hab's hier voll verpeilt. Ja, ich bleib, hab's auch verpeilt. Alles gut nachträglich, Evo. So gibt's einen Kalender, wenn man die nicht benutzt. Ich bleib. Unverzeihlich. Ich hab noch eine lange Zeit bis dorthin. Ich hab erst im 7. Monat, Topi. Erst im 7. Monat schon? Nee. Ich im 11. Bauch ja auch. Wieso guckt bei dir der Rüssel schon raus? Was? Evo von Lupi auch, alles Gute nachträglich. Im Zahlenwechsel ist erst nächstes Jahr, Lupi. Bei Evo und mir. Wir sind beide 84er-Jahrgang. Er ist eine ganz kleine Ecke älter als ich. Und Grüße zurück an dich, Lupi. Ja. Und von Tobi auch, Evo. Alles Gute nachträglich. Ich gehe mal ganz kurz in den Speisewagen und mache mir einen Kaffee. Gönn dir. Bis gleich. Bis gleich. Der gönnt das wieder ein Käffchen. Oh, meine Playlist will mir schon was sagen. Es fängt genau an wie letzte Woche. Ich habe so viele tausende Lieder und es kommt wieder nur Weihnachtsmusik. Ja, ich weiß, Lupi. Ich auch. Explodieren Sachen neben mir. Schön. Ich muss nicht nullern, ich bin schon immer eine Null. Was? Moment. Nie. Vor 2 Jahren, ja. Richtig. Damals, Tobi, damals. 1944. Ich baue gerade die Höhle etwas weiter und damit man den Zug immer schön sehen kann. Ist doch alles okay, Clavino. Das macht doch nichts. Ja,
jetzt hat er sich schon ein Köpfchen gegönnt. Joa! Tobi, im Verhältnis zu uns wirst du immer ein Küken bleiben. Danke. So, dann gucken wir mal, ne? Graphit, ne, Ostronium da. So, zur Handelsrakete. Going to the Batmobile. So, dann gucken wir mal. Einmal rüberstellen. Und wir brauchen Hydrazin. Hydrazin. So, 3, 4, 5, 6 Energie. Wann kommt der mit zum Zug? Ja, ich komme gleich wieder, keine Sorge. Nee. Ich hab dich nicht mal hochfahren sehen. Du hochgefahren, bevor du den Käffchen geholt hast? Während. Deswegen. Ich muss ja nichts mehr drücken. Wenn ich irgendwo ankomme, ist ja Endstation, Base, also. Sehr gut. Das Lustige ist halt wirklich, dass die eine Batterie, die wir haben, die ganze Basis am Leben erhält, ne? Sehr gut. Also die Energieversorgung, es funktioniert halt alles. Wir brauchen mehr Energie. Ja, tendenziell bräuchten wir mehr Energiespeicher eigentlich nur. Bei Energie kriegen wir anscheinend mehr als genügend rein. Wobei, wenn wir halt den Atmosphärenkondensator anmachen, dann wird das problematisch. Ui. Ich will da schon mal eine Kondensmilch. So sehe ich das auch, Klavina. Dementsprechend ist es mir auch so teilweise sowas von absolut scheißegal, was andere Leute sagen. Es ist mir, ja, geht mir einfach ganz gepflegt am Arsch vorbei. Okay, ich sag nichts mehr. Was? Weil es gibt ja auch wirklich ein, zwei Leute, die aus alten Zeiten, die gerne mal sagen, bist du schon so alt, hast du immer noch keine Freunde? Nee. So, mein Gott. Das muss ich mir auch schon mit anderen hören, ne? Ich bin nicht so alt. Leck mich am Arsch, sag ich dann mal. Die Klavine, 18 Jahre alt und verhökert das Geld, wie es nur geht. Man fasst das nicht. Das sage ich dann zu meinen Tanten genauso, wie ich es zu meiner Mutter sage, wenn sie diese Aussage bringt. Die sind immer noch bei mir im Sack. Sind noch nicht fertig. Hallo, Phoenix. Sehr Na, gut. Wie war dein Tag? Muss ich übernehmen, Husel. Ich mag den Spruch. Ja, mein Gott, das ist das Treffendste, was ich ihm geben kann. Obwohl, bei mir ist es eh relativ, weil impotent. Ja. Was? Ja, wegen der Muku. Echt? Du ja. Aber sieh es mal andersrum. Wobei, eigentlich ganz schlecht für dich. Weil jetzt fehlt dir das Argument so, wie viele uneheliche Kinder willst du haben?
Ja. Ja, aber das wusste ich echt nicht. War einer der Gründe. Normal? Bei Muko ist es sehr wahrscheinlich, ich glaube 75%. Bei drei von vier, ja. Bei drei von vier, es gibt ja vier verschiedene Muko-Dinger, Stärkegrade, und bei drei von vier ist das so. Das ist hart. Ja, ja. Aber ich soll trotzdem aufpassen, es gibt Fälle, wo es kommt und geht, die Potenz. Deswegen immer aufpassen. Ja, das ist so normal bei der Potenz, dass es kommt und geht. Die potente Prozente. Kuni macht wieder einer Franka Potente. Natürlich, Tobi. Bohreranpassung 3 wird gebaut. Sehr gut. Leider nicht möglich, es wird bereits gebaut. Oh. Gestoppt, abgebrochen, wird gebaut. Quest geschafft, huhu! Ich kuss an der Vergangenheit. Jagesignale. Also dieser. Das wird dann in die Richtung irgendwo. Dieser Pfeiler hier ist wunderschön. Dass ich ein Kunstwerk erschaffe, Wusel. Hä? Wo? Oh, Pfeiler? Was? Das ist ein fliegender Pfeiler von der Bahn. Nee, den hast du mit dem Planieren erschaffen. Sehr gut. Teamarbeit. Gemisch und Aluminium. Einmal Gemisch, einmal Aluminium. So, ich bin wieder da. Und die Pommes sind dann inhaliert. Alles inhaliert. Also wer noch Hunger hat, der kann die Teller ablecken. Ja. Yeah, Salzstücke. Wuhu. Ja.